Guten Morgen, liebe Marsch- und Wanderfreunde. Heute starte ich in Freiburg. Ich bin jetzt unterwegs zum Münster, mal das Münster anschauen und werde dann weiter durch die Altstadt marschieren und zuletzt an den Schifferensee. Und vom Schifferensee weiter nach Laupen. Sind heute ja, ungefähr 22, 23 Kilometer, wo ich zurücklegen werde. Heute Morgen sind da in Freiburg sehr angenehme Temperaturen. Schöner Tag. Ja, ich bin gespannt, wie der Tag bis heute Abend wird. Tschüss. In der oberen Stadt in Freiburg. Ich bin jetzt da, wie gesagt, unterwegs Richtung Münster. Da hier ist ein bisschen so die neuere, der neuere Teil von Freiburg. Ein bisschen weiter unten fängt dann der alte Teil an. Es gibt hier auch in Freiburg eine Oberstadt und eine Unterstadt. In der oberen Stadt waren die reicheren Leute. So, jetzt komme ich dann in den Altstadtkern. Hier beginnt die Altstadt. Vorne ein großes Kloster. Ruhig. Da hier zwischen den Häusern, wo die Sonne noch nicht hinkommt, ist es doch ja noch recht kühl. Da unten sieht man das Münster. Übrigens hat das der gleiche Baumeister wie Freiburg im Breisgau, in Bern und hier Freiburg im Üechtland. Eine schöne Altstadt da. Da sieht man einen schönen Erker. Vorne ganz ein schönes Wirtshausschild. Jetzt komme ich da langsam auf einen Platz runter. Und da vorne der Münsterturm. Das Wahrzeichen auch von Freiburg. So, da vorne ist das Rathaus. In Freiburg. Das ist ein großes Gebäude. Da hier sehr herrschaftliche Häuser. Moi, je vais monter.
heute das Münster zum Vorschein. So, wie sehen wir da? Das ist diese Gasse da. Richtung Münster. Da haben wir das Münster vor uns. Riesige Kirche. Der Turm, der wurde nie vollendet. Hier ein Blick von oben von der Altstadt, Susanne runter. Vorne sieht man die neue Bäuerbrücke. Und jetzt werde ich hier die Straße überqueren und auf der anderen Seite auch noch runterschauen. Hier sieht man noch von der Stadtbefestigung und wir werden jetzt da runtersteigen. Wir sind jetzt da die Stadt, die obere Altstadt verlassen und da diese Treppe runtergehen, das ganz unten. Oben bin ich hergekommen. So eine schöne große Brücke. Und jetzt werde ich hier Richtung untere Altstadt marschieren. Da drüben die alte Befestigungsanlage. Das ist eine von diesen Befestigungsanlagen in ganz Europa, wo noch fast am besten erhalten ist. Ja, die größte eigentlich. Da unten ist auch noch ein Kloster, was man sieht. Es war noch ein Bild herangemalt. In Freiburg sind sehr, sehr viele Klöster. Das stoppt mich noch. Das
glaube ich, soviel ich weiß, auch Bischofssitz. Wirklich alte Häuser. Da, wieder so verwinkelte Gässchen der Unterstadt. Es ist wirklich was sehr Tolles da. Kirche, diese alten Häuser. Da ist auch ganz ein altes Haus. Übrigens eine Zähringer Stadt. Da ist sogar noch beschrieben von der Archäologie her. Verwinkelte Gässchen, heute auch. Da fällt mir jetzt wieder auf, dass nur in französischer Sprache angeschrieben ist, sonst sind fast alle Straßen auch noch in Deutsch. Auberge de la Chionne, altes Haus. Wehrtürme und die alte Holzbrücke. Da überqueren wir jetzt die Saane. Pont de la Berne, die Bernebrücke. Da unten die andere Brücke, wo wir runtergekommen sind, hinten das Münster. Schöne alte historische Brücke. Da drüben kommen wir jetzt in den Schatten rein. Wären wir hier, oh, das ist schön da, diese riesige Brücke, unten die Stadtbefestigung. Hier sind ein altes Haus, sehr alt. So. Auf unserem Wanderweg. Hier noch die Saane entlang. Wir werden dann kurz wieder aufsteigen und werden dann die zum Schiffensee kommen. Und die Altstadt, schön da, he? Da die Brücke, da nochmal die Altstadt, die obere Altstadt genauer gesagt, von unten, den Münster. Übrigens, auf den Turm hoch konnte ich heute leider nicht,
bis erst geöffnet ab Ende März. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Ein Helikopter. Und da vorne die Bojebrücke. Riesige Brücke ist das. Wirklich schön imposante Brücke. Die Umfahrung von Freiburg. So, da bin ich jetzt wirklich auf einer interessanten Brücke. Die Saane. Jetzt da die Saane überqueren. Das ist hier wahrscheinlich schon ein bisschen gestaut, vermute ich. Santa. So wie es aussieht, kommt das Schiff in den See bis hier hoch. Da unten sieht man Bäume, die im Wasser stehen. Da vorne sogar ein paar Boote und die Pontebrücke. Brücke. Wieder. Eine schöne so Brücke, die da das Saanetal überquert. Ich befinde mich jetzt schon ein bisschen außerhalb von Freiburg. Da sind man die Berge. So, da vorne kommt die große Eisenbahnbrücke zum Vorschein. Unterhalb von der Eisenbahnstrecke geht ein Rad- und Fußweg über die Brücke. Die werden wir jetzt dann überqueren. Vorne ist ein Schlösschen oder schlossähnliches Gebäude. Ein Gutsbetrieb wahrscheinlich von früher. Sieht man da oft. So, da befinde ich mich jetzt bei der Brücke, die hier auch wieder die Saane überquert. Das ist eine wirklich lange, lange Brücke. Und da unten sieht man bereits den Schiffenen See, den Stausee, den wir jetzt, ich glaube, fast 14 Kilometer lang laufen. Vorne ist die Autobahn, Freiburg-Bern-Zürich. Wirklich ein schöner Stausee, voll mit Wasser. Die Saane hat momentan sehr, sehr viel Wasser. Und das ist jetzt auch der See. Der Stausee schön aufgefüllt. Das ist die andere Seite da. Wilde Landschaft, tiefer Einschnitt.
Es ist wirklich beeindruckend, diese Brücke da mit diesem Fußgänger- und Fahrradfahrsteg. Auch die Autobahnbrücke ist beeindruckend. Da ist wieder ganz ein interessantes Wegstück. Die mussten da doch ziemlich viel rausgraben, bis die hier diesen Weg anlegen konnten. In diesem Tal da. Das ist ganz interessant. Was mich noch erstaunt, dass da noch ein Teerbelag hingemacht worden ist. Ich weiß nicht, ob da unten noch Häuser sind oder warum das da hier so eine gute Straße gemacht worden ist. Keine Ahnung. Ich muss wirklich sagen, heute ist ganz schön da zum Wandern. Ein toller Tag, es ist fast niemand unterwegs, ich bin fast der Einzige. Ah, da komme ich jetzt dann zum See runter. Bin schon fast unten im Tal. Da sieht man ihn. Oh, da ist ein Riesenstock runtergekommen. Wirklich schönes Naturparadies. Traumhaft schön da am See, am Stausee, am Schiebenen See. Wow. Auf der anderen Seite noch die letzten Häuser von Freiburg. Übrigens, hier bin ich im deutschsprachigen Teil vom Kanton Freiburg. Auf der anderen Seite wird hauptsächlich Französisch gesprochen. Auch in der Stadt Freiburg selber ist die Mehrheit Französisch sprechend. Und nur ein kleiner Teil ist Deutsch. Ah, und da oben sieht man noch die Brücke. Dort bin ich rübermarschiert. Schaut euch diese schöne Gegend an da. Vorne die moderne Technik, die Autobahnbrücke und übrigens da hier vorne in diese Felswand ist eine Eremitage, aber soviel ich weiß ist die momentan noch geschlossen. Vielleicht wenn wir Glück haben, können wir rein, aber ich vermute nicht. So, ich habe wieder mit einem Aufstieg begonnen. Hier gerade unter der Autobahnbrücke geht es wieder hoch, die Ebene, verlasse wieder den See, kommen wir dann aber später schon noch dazu wieder. Da doch ziemlich steil bergauf, aber der Weg ist schön trocken, ich glaube. So ist es gut machbar. So, das ist jetzt diese Eremitage, wo ich gesagt habe. Leider ist alles verschlossen. Ich komme leider nicht rein. Aber es ist eine riesige Anlage. So wie man es hier sieht. Ist alles im Fels. So, da bin ich ein bisschen an einem lärmigen Ort. Die Autobahn, habe da jetzt ein kurzes Stück der Autobahn entlang, aber nicht so weit. So, da befinde ich mich ein bisschen oberhalb vom Schiefenen See. Da schöne Ebene. Autobahn. Die schöne Gegend da. Vorne sieht man noch den Jura.
sehr schöne Gegend. Ich habe es mir viel flacher vorgestellt da. Aber ja, es ist abwechslungsreicher so, wenn es ein bisschen Hügel hat. Der Frühling ist auch langsam am Aufwachen da. Ich habe auch schon unterwegs diesen Krokusse gesehen. Und das schon im Februar. So, jetzt bin ich wieder unterwegs zum Seeufer. Es ist wirklich sehr schön da hier. Sehr ruhig jetzt. Schade, auf der anderen Seite kann man nicht entlang gehen, da ist nur die größere Straße. Aber jetzt ist jetzt halt mal so. Und das akzeptiere ich auch und gehe halt nur hier auf diese Seite entlang. Fantastisch da hier, hä? Schön. Natur pur. Die Weiden sind auch schon am Blühen. Es ist dieses Jahr sehr früh. Das da ist ein Brunnen. Ha, interessant. Ich habe mal diese Ablage da drin, die es schon gegeben hat. Ja. Oh, ist das traumhaft schön da hier. Ganz, ganz toll. Ah ja. Schön, hä? Ein langer See. Da vorne sieht man schon das erste Schloss. Da auf dieser Seite ist auch noch interessant, das ist eine Hochfläche. Da hat es übrigens Klanginstrumente, Milchkannen, seinen Klangweg. Da hat verschiedene Möglichkeiten, das hat der Kuhglocken. Da hier die Milchkannen. Drüben ist noch ein kleines Dörfchen. Schön. Und schön warm. Da wieder ein bisschen weg vom See. Und nicht da in der Nähe von Düdingen. Der ist da unten, weit hinten sieht man noch den Jura. Hier kommt man sich was vor, in der hohen Gasse. Ganz ein schmaler Weg, eingeschnitten da. Jetzt habe ich wieder mal einen Abstieg. Da geht es jetzt wieder ziemlich runter. Es
eine Bucht rein. Ist da hier sicher auch eine ziemlich kalte Ecke, weil da hat es noch Schnee, ganz wenig. Ziemlich ein Einschnitt. Ich kann mir vorstellen, dass da im Sommer recht gemütlich ist. Oh, da vorne ist ein Schloss. Muss ich da noch ein wenig nach hinten? Vielleicht sehe ich es dann noch ein bisschen besser. Da drüben. Auf der anderen Seite von der Bucht hat es Felsen, so Höhlen, wahrscheinlich von Menschenhand gemacht worden sind. Ah ja, jetzt sieht man das Schloss vorne schön. Das ist das erste Schloss da. Ja, ganz schön gelegen dort oben. Soviel ich weiß, ist das privat. Da sehr ein romantischer Weg. Diesem Einschnitt. Das ist ganz schön da. Übrigens, was ich noch habe vergessen zu sagen, hier ist ja die Sprachgrenze und man sagt dem da in der Schweiz auch der Röstigraben. Rösti ist eine Kartoffelspeise, sehr lecker. Und warum, dass man ausgerechnet hier Röstigraben aussagt, Sprachgrenze ist, das kann ich nicht sicher sagen. Schöne Weiden da. Ja. Da wieder ein sehr romantischer Teil. Ein bisschen den Bach entlang. Und schaut, es ist ziemlich einbetoniert. Aber jetzt ist es gleich auch noch schön da. Das Rauschen vom Bach. Da, die Waldgegend ist doch schön. Oh, diese lange Treppe soll ich jetzt rauf da. Oh. Es gibt Muskeln in den Beinen. Da diese Klippen da unten muss ich hier überwinden. Aus diesem Grunde geht es so weit nach oben. Ach, man ist dann geschafft. Man passt. Also Puste. Es ist wunderschön hier.
wirklich wunderschön. Coole Figur da, hä? So, da drüben sieht man noch die zwei Schlösser, da hier das eine, da vorne das zweite, im Hintergrund der Chasseral im Jura. Der Jura erstreckt sich eigentlich durch die ganze Schweiz, kommt von Frankreich her, das gehört die Schweiz und geht weiter nach Deutschland hinein. Das ist ein relativ langer Gebirgszug. Da sieht man jetzt noch Richtung Düdingen und die Alpen dort vorne. Hä? Schöne Gegend da. Da sind Erdbeeren. Und da hier unten wäre wieder der Schiffenensee. Da wirklich schönes Land. Schöne Fernsicht. Und da vorne kommt ein interessantes Haus. Was aus wie ein kleines Schlösschen. Und so eine Kirche fast. Ja, es ist irgend so ein kleiner Herrschaftssitz. Da ist schön da, wie man da weit sieht, bis zum Jura. Das ist das Schlösschen da vorne. He? Schön da. Eine große Biogasanlage. Düdingen. Ja. So, es geht heute doch ziemlich viel rauf und runter. Aber zwischendurch habe ich auch wieder ganz so einen schönen Wald wie da. Was doch sehr schön flach ist, nicht immer rauf und runter geht da. Da kann man sich mit ein wenig erholen. Und dann ist wieder der See. So wie es aussieht, komme ich schon bald wieder aus dem Wald raus.
schön da hier. Spannend. Oh, da wird ziemlich viel Holz gerüstet. Auf einem schönen Plateau oben. Oh, fast gestolpert. Davon, wenn man nicht auf den Boden schaut. Wow. Eine kleine Kapelle da vorne. Dort weit oben sieht man die Autobahn. Dort weit hinten die Berge. Zitröseli. Schön. Da sieht man diese Dimension, diese Länge, wo dieser Stausee hat, geht da weit, weit nach oben. Da hier, nicht mehr so weit unten, kommt jetzt an die Staumauer. Wir haben es jetzt dann geschafft, die Strecke da am See entlang. Nachher geht es dann noch weiter der Saane entlang bis nach Laupen. Da vorne sieht man schon die Mauer. Ich habe es noch lange nicht geschafft. Es geht noch ziemlich weiter bei mir. Jetzt dann hier der Saane entlang. Hier unten kann das Wasser abgelassen werden. Zum Reinigen oder so. Das Kraftwerk ist hier gerade in die Mauer integriert. Das ist dieses Gebäude da unten. Oh, diese Flut da. Wow. Geht dann runter da, hä? Seine hohe Mauer. Und doch lang. Ziemlich lang. Da. Und da oben ist der See. Auf der anderen Seite da. Eine große Saanlage. Also die Staumauer ist 47 Meter hoch. Seevolumen 58,6 Millionen Kubikmeter, Seeoberfläche 4,25 Quadratkilometer, Durchfluss total 135 Kubikmeter pro Sekunde. Ja, das ist riesig.
So, da hinten wäre der Stausee. Und jetzt bin ich da unterwegs durch dieses lange Tal. Da ist es nicht mehr so interessant wie oben, aber jetzt, das gehört auch dazu. Es ist ja auch auf irgendeine andere Art auch schön da. Schön ruhig. Ja, und guter Weg. Ich habe auch alles da. Und jetzt geht's wirklich langsam, aber sicher meinem heutigen Ziel Laupen entgegen. Ziemlich Zug drauf. Da relativ schnell daher. Jetzt kommt dann schon bald von der rechten Seite ein anderer Fluss noch rein. Die Sense ist auch noch ein großer Fluss, aber nicht so groß wie jetzt hier die Saale. Laufen noch 30 Minuten, dann sind wir unten. So, jetzt sei hier geradeaus. Diesen Wald, diesen Waldweg. So, da haben wir jetzt die Sense. Ziemlich ein großer Fluss. Da hier vorne. Bis jetzt in die Saane rein. Die Einmündung in Saane und Sense. So, ich bin jetzt hier angekommen. Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt bis hierhin. Ich muss auch noch sagen, ich werde das nächste Mal die Sense wieder entlang laufen. Auch von der Quelle bis hier. Und ja, dann schaue ich weiter. Wenn ihr Fragen habt zur Tour, könnt ihr euch an mich wenden. Ich gebe euch gerne Auskunft über diese Wanderung. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. So, da vorne ist schon der Bahnhof von Laupen. Jetzt dann noch ein Billett lösen nach Hause. Und ja, ich möchte euch noch einmal danken, dass ihr mich bis hier nach Laupen begleitet habt. Und bis zu meiner nächsten Wanderung. Dankeschön. Tschüss.